Haben wir schon ein Secret gefunden? Ja, das haben wir. Das erste hatten wir ja schon. Oh nein, ich erinnere mich. Es ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier bei Tomb Raider 3. Nein. Ich hab das so vergessen, dass du ja richtig dumm gespeichert hast. Ja. Nee, fuck off. Ich könnte jetzt easy noch eine Stunde Elden Ring spielen, weißt du? Ah, herrlich. Was zu dir? Das geht ganz schnell. Jetzt müssen wir das alles nochmal machen. Wir haben jetzt einfach nochmal ein bisschen spaßzeitig. Schön, dass ihr wieder da seid. Ach, danke fürs Einschalten. Hallihallo. Oh nee, zeig nochmal den Speicherpunkt. Warte. Hast du es gehört? Ich soll nochmal da, wo ich hinfalle, oder wie? Das wirst du nochmal sehen. Oh Gott. Hier nochmal extra für dich. Oh Mann, ey. Weißt du, ich hab das verdrängt, weil wir jetzt wieder ein paar Tage nicht aufgenommen haben. Oh, das ist nicht dein Ernst, ey. Hat passiert, also. Ist halt mal, ja. Oh. Ja, dann spiel den Scheiß eben. Ich mach mir was zu essen in der Zwischenzeit. What? Ich komm gleich wieder. Okay, stark. Ja, nee. Ja, gut, dann. Enttäuschend. Dann unterhalte ich die Leute jetzt eben alleine. Was denn das? Ach ja. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Freut mich. Wir holen uns jetzt erstmal den Schlüssel. Und dann gucken wir weiter. So, ach so, genau. Man muss erst hier hoch. Genau. Das wissen wir ja noch. Sollte ich mich eigentlich richtig schön mit Zeitix unterhalten. Und er macht ja einfach den... Er geht. Er macht einfach den... Er geht. Genau. Was ist das denn? Bin jetzt schon ein bisschen schockiert. Also, Wir haben uns ja heute vorgenommen, mal Tomb Raider 3 wirklich zu Ende zu spielen. Das soll jetzt hier die... Session sein für das große Finale. Also wir werden es jetzt durchspielen. Das ist der Plan. Und dann mal gucken. So, hier hinten ging es ja noch nicht weiter. Dann schauen wir mal. Und zur Belohnung gehen wir brunchen. Genau. Wir gehen nicht brunchen. Hallo, willkommen zurück, Zeitex. Ja, ist doch klar, dass ich jetzt nur eine Sekunde weg war. Meine Fresse, what the fuck. Aber dieses verdammte Level, Alter. Hä, es ist doch voll cool. Ich wusste, dass so eine Scheiße irgendwann passiert. So, wir können ja auch mal kurz sagen, wir arbeiten, also ja, ich arbeite aktuell noch dran, dass Tomb Raider 3 Lost Artifact funktioniert. Das DLC von Tomb Raider 3. Macht aktuell noch so ein paar Zicken. Also, ich komme nicht übers Main-Menu raus, das stürzt sofort ab. Aber mal gucken, das kriegen wir schon noch irgendwie zum Laufen, damit wir das auch noch mitnehmen können. Das wäre nämlich schon ziemlich cool. Wir wollen ja das Komplettpaket erleben. Und dann schauen wir mal. Was ich auch mal ansprechen wollte, Zeitex. Bitte sprich. Unser erstes Thema heute. Warte. Eine Sekunde. Als würden wir hier eine Radiosendung moderieren. Wir haben mal irgendwo in einem Stream und ich glaube auch in Tomb Raider, ich bin mir nicht sicher. Frühstücksfernsehen. Haben wir mal darüber gesprochen, dass man, auch wenn man das Geld hätte, sich keinen Bugatti kaufen kann. Nur weil man halt quasi jetzt irgendwie 2 Millionen oder so gewinnt, was weiß ich, würde dir keinen Bugatti verkaufen. Ich habe deswegen mal einen tollen Fakt, über den wir reden können. Warum zwar, sprichst du Bugatti eigentlich so scheiße aus? Bugatti. 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 Kurz. Nicht langgezogen, kurz. Bugatti. Wenn man ihn sich leisten kann, kann man ihn auch langziehen. Du kannst ihn dir aber nicht leisten, mein Freund. Genauso wenig, wie ich mir ein M4 Competition leisten könnte. Also Leasing okay. Schon, aber dann hätte ich auch, halt auch kein Geld mehr. Hättest du ein Auto, aber mir nicht. Dann war vorher, wenn du kein Haus mehr hättest, du nur noch im Auto lebst. Ja, das ist ein Verleben. Also mal ein der durchschnittliche Bentley-Kaufer. Der durchschnittliche Bentley-Käufer besitzt 3 Autos. Ist ja auch schon ein krasses Auto. Aber jetzt kommen wir zum Bugatti. Also, das war einfach nur mal kurz reingeworfen. Bugatti, ey, ich schwör, sprich es richtig aus! Der durchschnittliche Bugatti-Käufer besitzt, und jetzt halt dich fest, Zeitex, der besitzt 84 Autos, 3 Jets und eine Yacht. Bra.
Das ist schon meine Hausnummer. Baldex denkt sich jetzt so, fuck, die Yacht hätte ich schon. Oh Mann, ey. Das ist schon übel. Was machst du denn bitteschön mit 84 Autos? Das Sammeln. Ist dann einfach so hinstellen, um zu sagen, geil, ich habe sie so sammlungsmäßig, oder? Also das Ding ist, ich sammle ja Waffen. So. Mhm. Und vor allem historisch, weil ich es einfach mega cool finde. Und das Ding ist, wann war ich das letzte Mal mit einer von meinen Waffen schießen? Das ist ein bisschen her, oder? Es ist schon über ein Jahr her, wahrscheinlich auch über anderthalb Jahre schon. Es ist noch länger her. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Es ist ewig her. Hm. Ich habe keine Ahnung. Und das ist so das Ding. So, du hast Bock drauf, aber du kannst halt mit dem Scheiß nicht mal eben in den Garten gehen, weil sonst kommt La Policia und dann sagt La Policia, das ist verboten und dann gibt's eine Ärger. Dann muss man schon die offiziellen Wege nutzen, ja. Genau. Und ja, I don't know. Es ist halt... Man sammelt es und ich hätte auch nichts dagegen, mir jetzt direkt eine neue zu kaufen. Kostet ja nichts, aber ich habe im Moment einfach keine Zeit, weil ich renoviere und den ganzen Scheiß, mal irgendwie so diesem Hobby nachzugehen. Weil im Moment bin ich noch am Zocken oder am Renovieren so und ja, keine Ahnung. So ist das eben. Und das Gleiche ist ja mit den Leuten. Ich meine, die fahren dann die Karre ein, zwei Mal oder finden sie cool und stellen sich in eine Garage und... Ja. Mehr als Statussymbol ist das am Ende nicht. Ich muss noch mal eben ganz kurz in die Küche. Ja. Was ich extrem geil finde, das kennt man ja aus Filmen und manchmal, wenn man sowas anguckt, wenn man dafür interessiert ist, auch aus Dokus, YouTube-Videos und Co., wo die halt so Häuser zeigen. Es gibt ja wirklich Villen, da fahren die unten mit dem Auto hin und dann wird dieses Auto mit dem Aufzug hochgefahren und die stehen mit ihrem fucking Auto im Wohnzimmer. Alter, weil wahrscheinlich ist das Wohnzimmer einfach so groß wie das durchschnittliche Haus in Deutschland, so von der Familie. Das ist schon insane, was es für Gebäude gibt und halt, was Menschen mit ihrem Geld machen können. Das Ding ist, stell dir mal vor, du bist jetzt richtig rich und du hast so eine geile Villa und das ist, sagen wir mal, du bist Schauspieler, dann, ich meine, klar, du hast dann eine geile Villa mit Pool und allem Scheiß und hin und wieder nutzt du das bestimmt auch, aber ich glaube, die meiste Zeit bist du entweder am Arbeiten, so wie jeder andere Mensch halt auch, weil auch als Schauspieler hast du halt viel zu tun, viele Drehtermine etc. Oder bist halt gerade auf dem Training für einen, ne, trainierst deinen Körper für einen bestimmten Dreh, weil da irgendwelche Vorgaben sind oder sonst irgendwas. Oder du bist halt unterwegs. Ne? Da staut sich also, gerade ein obligatorisches. Bist du am Arbeiten, ne, an? Bist du am Arbeiten, ne? So. Wie war denn das? Warte, lass mich gucken. Das war rechts war der Fisch, genau. Vogel ist Gras. Nee, ist Vogel Gras? Ich bin mir nicht sicher, ob Vogel Gras ist. Ist Fisch Vogel? Nein, Fisch ist nicht Vogel. Vogel ist Gras, würde ich jetzt mal behaupten. Oder halt Pflanze. Es gibt auch Fische, die Vögel essen würden. Bestimmt Piranhas, haben wir ja gesagt. Dann gibt es Gras ist Stier. Nein, Pflanze ist kein Stier. Es sei denn, es ist eine fleischfressende Pflanze, wer weiß. Ein Stier ist. Vogel ist Fisch, das kann ich bestätigen. Dann würde ich noch sagen, Stier ist Pflanze. Yay. Oh ja. Und schon sind wir wieder genau da, wo wir letztes Mal einen Unfall hatten. Vor allem Vogel ist Pflanze klingt halt wirklich falsch, aber so Vogelbeeren, ne? Ja. Wir sind nicht am selben Dings, wo wir letztes Mal... Der Vogel ist doch kein Fleischfresser, also im Normalfall meistens zumindest nicht. Also, wieso ist so laut? Was ist jetzt los? Nein, aber du weißt schon, so Vogelbeeren, weil Pflanze, das... Ne? I mean, ich meine, gut, es gibt ja, Geier die essen und so. Fleisch und es gibt auch Vögel, die essen Fisch, das ist ja normal. So ist das. Wir sind noch lange nicht da, wo wir letztes Mal. Wir müssen erst ich habe was gelesen. Angeblich sind diese Viecher nicht unendlich, sondern nur 15 bis 20. Er hat gesagt unlimited, aber du kannst dich da jetzt gerne eben 10 Minuten hinstellen und gucken, wie viele kommen. Ah, das dauert doch nur 10 Minuten. Wie ist man hier nochmal hochgekommen? Ich weiß es nicht mehr. Hier, ja. Wieso nicht? Warum nicht? Wenn wir sowieso schon nochmal, dann können wir auch direkt noch ein Geheimnis lüften. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht mache. Ich bin da voll bei dir. Aber anders. Ja, mit Granatwerfer, Raketenwerfer, Uzis, MP5. Raketen haben wir, glaube ich, nur noch eine. Das geht nicht. Die heben wir uns auf. Das ist die goldene Rakete. Falls uns irgendwas widerfahren sollte, müssen wir uns die aufheben. Wegen meiner. Die goldene Rakete.
Das erinnert mich gerade ein bisschen an die nackte Kanone. Wer kennt noch die nackte Kanone? Wer kennt's? Es ist, legendär. Der nackte Colt. What the fuck? Nicht? Kennst du die nackte Kanone? Wow, ich bin echt sehr enttäuscht sicher, ob ich von sie dir. Kenne. Oh mein Gott, ich bin sehr enttäuscht von dir. Wir sprechen von einem Film, ne? Ja, wir sprechen von mehreren Filmen. Ich bin mir schon sicher, dass ich das kenne. Aber halt nicht so beim Namen. Also es ist halt schon sehr alt. Also, ja, aber es ist immer noch ein Classic. I see the green shining behind me. Oh Mann, ey. Wir haben hier keinen Besuch mehr. Ich glaube, es ist geschafft. Oder er ist stark wie letztes Mal. Das kann natürlich auch sein. Wie geht's dir, Zeitex? Alles gut bei dir? Lang nicht gehört. Alter, ich hab 17 Stunden geschlafen, Alter. Ja, das fand ich auch sehr interessant. Ey, das Ding ist, ich habe mich pennen gelegt. Und irgendwann um 12 oder 13 Uhr habe ich auf die Uhr geguckt und dachte mir, boah, ich habe richtig lang geschlafen. Aber weißt du was? Ich habe Urlaub, ich gebe einen Fick auf alles. Ich schlafe jetzt einfach weiter. Und dann habe ich weiter geschlafen und habe irgendwann auf die Uhr geguckt und denkst so, 17:30, Bruder, vielleicht solltest du mal aufwachen. Ich hätte auch nochmal weiter schlafen können. Ich hätte 24 Stunden pennen können. Es wäre mir scheißegal. Ich hatte einfach Bock, mal so richtig Energie aufzutanken. Ja, warum nicht? Weißt du, fit in den Urlaub. Fit in den Urlaub. Was ist denn das Vieh jetzt? Hier ist halt legit nichts mehr. Da unten leuchtet es ein bisschen grün, oder? Wo hinter der Kante da? Vielleicht ist er der Stark? Ah, never mind. Ich glaube, irgendwie hat sich das gerade resettet, oder? So, ich habe sie schon gesehen. Das war jetzt die vierte dann, ne? Was habe ich gesagt? 25? 10 bis 20. 15 bis 20 hast du gesagt. 15 bis 20. Also ich habe es in einem Post gelesen. Ich bin mir halt nicht sicher. Mal gucken. Also ich würde sagen, ab 99 können wir bestätigen. Ja, ab 99 machen wir dann mal weiter. Ja. Das ist dann die sechste, ne? Das nimm doch die Magnum, dumm. Alter. Das geht viel schneller. Warum denn? Das dauert doch eh, bis die da sind. Ja, ist doch egal. Bisschen Munition verbraten, hallo? Hä? Du hast letztes Mal auch die Magnum genommen. Hab ich. True. Na gut, damit du hier nicht wieder anfängst, irgendwie stümperhaft rumzuschabaukeln. So. Jetzt erstmal runtergedrutscht, nochmal von vorne. Safe Game. Wollen wir ganz kurz gucken, wo hier die Plattform war. Ich glaube, die war direkt vor uns, einmal gerade ausspringen. Ja, bleib da doch mal stehen. Warum? Weil da drin kämpfen war scheiße. Die haben dich aber da auf der Plattform ist ja auch okay. Und du bist tot, du lebst. Was hast denn du für ein Vertrauen in deinen Bro? Das widert mich an. Du hast so viele Sachen gemacht, ey. Da bin ich immer ziemlich vorsichtig. Ich werde dir ein T-Shirt besorgen. Nein, das steht drauf. Nein. Ich vertraue in meinem Bro. Und dann fall nach rechts und du läufst rechts von mir, Alter. Nein, was noch? Was hast du gesagt? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Nochmal. I'm with stupid und dann ist ein Pfeil nach rechts und du stehst rechts von mir. Sag ich jetzt nichts zu. Wie viel haben wir schon? Hast du weitergezählt? Ich hab vergessen mitzuzählen. 10, keine Ahnung, 15, 10, 10, 10, was weiß ich. Sagen wir auch, wir sind bei 10. Wir sind sowieso weiter als 10, aber. Wir tun jetzt einfach mal so, als wären wir bei 10 gewesen. Jetzt sind wir bei 11. Jetzt sind wir 11. 12. Was sind das überhaupt? Das sind ja Libellen, habe ich rausgefunden. Enttäuschend. Was denn? Ah, doch, da kommt noch einer. Okay. Es sind Libellen. Es schaut aber eher aus 13. wie Mücken. Denkst du, die sind roboterähnlich oder was soll das sein? Also ein bisschen was von einem Roboter haben die ja. Na. Ich denke mal, die sind irgendwie durchtränkt mit irgendeiner Grütze. Okay, sie sind nicht unendlich. Die sind nicht unendlich. Man kann es stark annehmen, wenn man halt hier nicht wartet, aber sie sind nicht unendlich.
Haben wir das auch mal aufgedeckt hier? Man muss auch bedenken, dass die Technik von der PlayStation 1 nicht in der Lage war, zum Beispiel mehr als 7 oder 8 Gegner in einem Tomb Raider gleichzeitig darzustellen. Es war nicht möglich. Okay, cooler Fact. Aber wir sind ja auch hier sehr investigativ unterwegs. Deswegen ist es schön, wenn wir sowas aufdecken. Nicht speichern. Wenn du jetzt speicherst, bring ich dich um. Du machst jetzt noch ein Backup-Safe. Ist mir egal. Alles gut, ich speichere nicht. Vertraue mir doch einmal. Speicher jetzt auf einem anderen Slot. Nein. Als hätte ich sowas schon mal gemacht. Fuck off! So, wir schmeißen es jetzt mal hier in dieses Loch und gucken uns an, was da unten so auf uns warten würde. Gar nichts, der Tod. Oh, da unten. Guck mal. Da war was. Ja, dann hangel dich da dran und guck runter. Es ist der Tod. Ja. Aber es gibt ein Ende im Schacht. Wie unerwartet, es ist der Tod. Ja, man muss ja mal nachgucken. Mach ein Backup-Safe. Was bist du denn heute so? Mach ein Backup-Safe. Warum? Weil du das letzte Mal gespeichert hast, aus welchem Grund auch immer. Ach ja. Wir wurden auch aufgeklärt jetzt mittlerweile wegen dem RX Tech Mine Secret, wegen dem halt einfach machen ohne zu speichern oder halt machen ohne zu heilen eher. Dass wir ja sehr wohl speichern hätten dürfen. Wie bin ich jetzt hier wieder zurück? Achso, einfach nach unten, ne? So. Dass wir so sehr wohl hätten speichern dürfen. Und was war das andere? I don't remember. Wir müssen noch nach da hinten. Shit. Egal, kriegen wir hin. Ja, da war auch nochmal was zu sammeln. Ein Secret, glaube ich. Hä? Das Secret hast du gerade geholt. Aber du... Nein, das haben wir dann letztes Mal gesammelt, bevor wir das Secret gemacht haben. Weil du meintest, yo, das ist doch nicht das Secret. Ich dachte gerade, du speicherst schon wieder. Das ist mir einmal, und das ist jedem passiert. Einmal in Fallout passiert. Und den anderen Leuten ist es in Skyrim passiert, aber spielt ja keine Rolle. Da habe ich richtig dumm gespeichert. Ja. Und in genau der Sekunde habe ich, glaube ich, eine Fatman in die Fresse gekriegt. Alter, war ich angepisst. Ich glaube, das war's nicht. Alter. Das kriegen wir hin. Das ist natürlich sehr unangenehm. Das ist dann das Game ja auch Softlock komplett, ne? Ja, Softlock halt eben bis zu dem Safe, der dann noch in Ordnung war. Und ne. Boah, fuck off, der war lange weg. Passiert. So. Jetzt rutschen wir einfach nochmal hier runter oder springen eher. So. Und dann mal hier rüber. Also wir haben ja den Safe noch. Rein theoretisch könnten wir das mit dem Schwimmen nochmal probieren irgendwann. So als kleiner Bonus am Ende, was weiß ich. Mal schauen. Ja, mal gucken. Oder? Was meinst du? Negativ. Achtseitig, was ist denn das für eine Einstellung? Ich sag jetzt nicht, das ist das Dreiviertel-Objektiv. Keine Ahnung. Keine Joke am Rande. Der hat wohl nicht so gezündet. Ach ja. Kennst du den Film The Forest? Ne. Das ist so ein... Oh, wo geht's denn da hin? Das ist so ein Film in Japan über einen Wald, wo die Leute hingehen, um... Ja. Danke, dass du es in meinem YouTube-Video sagst. Das soll man nämlich eigentlich nicht sagen. Ja, Entschuldigung, aber das war das erste... Ja. Ich glaube, ich muss es aber überpiepsen. Machen wir mal 1930, merken wir uns mal. Auf jeden Fall, um halt Ende zu machen, um mit der Welt abzuschließen. Und ja, da gibt's einen Film, der wurde mir neulich vorgeschlagen im Stream. Und wenn du den noch nicht kennen solltest, der ist ein Horrorfilm, könnten wir uns den gerne mal angucken. Weil wir gucken ja gerne Horrorfilme zusammen, habe ich gehört. Klar, du fängst immer an zu weinen und ich muss dir sagen, beruhig dich, Monster, ist alles gut. Sobald ich mein Fläschchen habe, ist alles in Ordnung.
Ja, und wenn das Fläschchen nicht hilft, dann besorge ich dir wieder einen kleinen Nippel von irgendjemandem. Ich habe letztens gelesen, da war ein Dude und der sollte heiraten. Ja. Und dann ist seine Frau noch kurz vor der Hochzeit, ein paar Minuten vor der Hochzeit, ist seine Frau, hat sie ihn gesucht und wollte nochmal, was weiß ich, irgendwas von ihm. Und dann hat sie ihren zukünftigen Mann gesehen, wie er sich von seiner Mutter stillen lässt. Ein 30-jähriger Mann. Und dann war sie total verwundert. Irgendwer anders hat es gesehen und hat es dann der Mutter. Ich lass mich kurz erzählen. Hat es dann der zukünftigen Frau erzählt. Dann ist sie halt dahin, hat das gesehen. Und sie hat ihn dann trotzdem noch geheiratet. So wie ich das verstanden habe. Aber, ja, der Typ hat sich noch stillen lassen mit 30 oder whatever, wie alt er war. Von seiner Mutter. Komplett krank einfach. Einfach nur krank. Okay, ich bin dafür, dass du diesmal die MP5 nutzt. Okay.